Düsenausstoß haben wir kontrolliert, war völlig in Ordnung. Können wir jetzt weitergehen bei dem zweiten Regelparameter, die ich am Anfang erklärt habe, den Durchflussmenge. Die Durchflussmenge wird natürlich gemessen mit dem Durchflussmengenmesser. Der befindet sich bei dieser Maschine hier hinten. Eine optische Kontrolle von dem Durchflussmengenmesser ist eigentlich immer schlau, um mal zu machen. Ich habe hier natürlich eine ausgebaute Variante, um dass wir das in Detail zeigen wollen. Kappe einfach abnehmen, so wie die an die Spritze hier auch war. Sensor rausziehen, da brauchen wir ein bisschen Kraft für, weil da gibt es verschiedene O-Ringe, die das schwierig machen. Dann kommt der lose und dann sehen wir hier das Schaufelrad. Das Schaufelrad soll man immer überprüfen, dass er leicht dreht oder sogar mit ein bisschen Luft. Geht er nicht leicht, dann ist das schon ein Indikator, dass da vielleicht was los ist. Dann kann er auch nicht richtig zählen. Was zählt er jetzt eigentlich genau? In der Rechner werden wir einen Wert sehen von Liter pro Minute. Der Durchflussmengenmesser berechnet aber seinen Wert anhand an Impulszahl. Also jedes Umdrehung gibt eine bestimmte Zahl der Impulse. Insgesamt macht diesen Durchflussmengenmesser 250 Impulse pro Liter, wenn er neu ist. Bauen wir jetzt wieder zusammen. Kappe wieder drauf. Ja. Wenn der optische Controller reicht, alles in Ordnung, kann man eigentlich weitergehen mit der Kalibrierung. Die Kalibrierung können wir auf zwei Arten und Weisen machen. Der meist herkömmliche, was man bei jeder Spritze machen kann, ist eigentlich eine Litermenge pro Minute wieder feststellen und das abgleichen mit, was der Rechner meint, was er tut. Also Soll- und Ist-Menge. Bei meinem Rechner sieht das so aus, ich bin jetzt im Hauptmenü und ich habe hier einen Wert, der anzeigt, was mein Durchflussmengenmesser macht. Ich werde die Spritze anmachen. Wir sind ungefähr auf 3 Bar, nicht so ganz. Und damit meint er, dass er jetzt im Moment rund um die 48 Liter pro Minute macht. Was ich jetzt machen könnte, ist natürlich wieder meinen Messbecher nehmen, Stoppuhr, exakt eine Minute messen, hochzählen auf all die Düsen, die angeschaltet waren. Das ergibt dann eine Gesamtmenge an Liter pro Minute. Und das wieder abgleichen mit die 48 Liter, die er mir gerade gezeigt hat. Habe ich eine bestimmte Abweichung da, eine prozentuale Abweichung, dann kann ich das addieren oder abziehen von die 250. Na, die 250, die findet man im Rechner unter Einstellungen. Etwas weiter blättern. Hier ist der Durchflussmengenmesser. Und hier steht dann meine Werkseinstellung von dem Durchflussmengenmesser. Impulsen pro Liter. Ich habe hier oben auch noch einen Benutzer definiert. Hier unten ist aber der Werkseinstellung. Und da würde ich dann die prozentuale Abweichung addieren oder abziehen. Ganz einfach. Es geht aber noch einfacher. Im Megaspray haben wir dafür ein separates Menü gebaut. Dazu drücke ich dann hier diese Taste. Komm in das Kalibriermenü und er zeigt mir Schritt für Schritt, was ich machen soll. Zuerst natürlich, du musst einen Messbecher da haben, die Saftwelle soll an sein, also die Pumpe soll drehen, du sollst natürlich Wasser haben und du musst den gleich einschalten, hier über die Taste F2. Ich werde das so mal eben demonstrieren. Ich nehme meinen Messbecher, nehme eine Düse hier unten und werden jetzt die Starttaste drücken. Und jetzt passiert es ziemlich einfach. Er zählt hier seine Gesamtimpulsen für alle Düsen, die im Moment an sind. Weil aber an dieser Spritze alle Düsen angesteckt sind, an ein Kennboost-System, ISO-Boost am Endeffekt, weiß diese Spritze genau, wie viele Düsen an sind. Dann wird er mir gleich fragen. Jetzt ist es eigentlich auch ziemlich egal, wie lang ich das hier mache. Je länger ist natürlich, je besser. Ich muss eigentlich auch alle Teilbreiten anmachen, weil je mehr Wasser durch den Durchflussmengenmesser fließt, je besser er messen kann. Mit ganz wenig Wasser kann er auch schlechter, sag mal, das Schaufelrad kann damit schlechter zählen. Je mehr Zeit, sind einfach je mehr Liter, die da durchgehen, beeinflusst mein Messeffekt wieder positiv. Die Regelung hat jetzt ungefähr 10.000 Impulse erfasst, dann habt ihr am Ende den Schritt da gesehen. Und fragt mir jetzt nach der Gesamtmenge von dieser einzelnen Düse, die ich ausgeliefert habe.
stelle ich hier wieder auf meine Waage, weil das einfach genauer ist. 0,9 Liter gebe ich hier jetzt ein. 0,91 waren sogar. Bestätigen. Und er zeigt mir jetzt hier oben exakt den Wert an, die er jetzt berechnet hat. Und in diesem Fall ist das exakt gleich an die Werkseinstellung. Perfekt. Damit kann ich in vollem Vertrauen mit dieser Spritze, mit alles, was wir überprüft haben, in die Arbeit gehen und mein Spritzensaison erfolgreich anfangen.